Was geht? Vielleicht kennt ihr das. Ihr wart mal mit diesem Narzissten zusammen oder seid es immer noch. Und ihr checkt nicht, warum geht dieser Mensch vor meinen Augen, ist jetzt nur ein Beispiel, mit anderen besser um als mit mir. Darum geht es jetzt. Weil vielleicht du warst mal mit diesem Menschen da zusammen oder hast Zeit verbracht mit so einem Narzissten, jetzt warst zusammen jetzt beziehungsmäßig oder freundschaftlich, egal, ja, du hattest mal mit diesem Narzissten zu tun, sagen wir es einfach mal so. Und du hast gemerkt, durch die Zeit, dieser Mensch hat dich abgewertet, schlecht behandelt, alles, ja, und ist mit dir umgegangen wie Dreck. Aber dann wart ihr vielleicht draußen, das ist dann so privat, zu Hause oder sonst was, ja, oder generell ihr zwei. Dieser Mensch behandelt dich wie Dreck. Aber wenn ihr irgendwo seid mit anderen, auf einmal siehst du, wie dieser Mensch vor deinen Augen mit anderen viel besser umgeht. Vielleicht tut er vielleicht sogar Dinge extra für andere, die er für dich nicht tut. Du willst oder verlangst diese Dinge so, aber der Narzisst gibt dir das extra nicht, aber gibt es dem anderen Menschen Aufmerksamkeit, ein klärendes Gespräch, Hilfestellungen, Geduld, keine Ahnung, kann alles Mögliche sein, einfach nur Respekt oder sonst was, ja. Dich respektiert dieser Narzisst überhaupt gar nicht, aber dann kommt da ein anderer und der wird komplett respektiert. Und sowas, die machen das extra, das ist das warum, um dir das Gefühl zu geben, du hast das nicht verdient. Egal was das ist, dieses klärende Gespräch, Hilfestellungen, Respekt oder sonst irgendwas, du hast das nicht verdient. Das wollen die dir damit zeigen. Ist nur wieder mal eine weitere Taktik, Abwertungstaktik, um dich abzuwerten, um dir zu zeigen, du bist dieses Verhalten hier nicht wert oder du bist es nicht wert, dass ich mit dir rede, dass ich dir Aufmerksamkeit gebe oder sonst irgendwas. Ist nur wieder mal eine weitere Taktik, um dir zu zeigen, dass du nichts wert bist. Das machen Narzissten extra mit ihren Opfern, damit die dich weiterhin kontrollieren können. Und viele fallen darauf rein und denken dann, sie müssen jetzt mehr geben. Das machen die geschickt extra. Und guck mal, die gehen zu anderen hin und geben denen, was sie eigentlich hätten dir geben sollen. Die machen das extra. Die wissen ganz genau, was du brauchst und was du willst. Aber sie halten es extra so weg. Sie enthalten es dir oder wie das heißt, so vorhalten. Wie heißt das, wenn man einem etwas extra nicht gibt? Aber ihr wisst, was ich meine. Die geben das dir extra nicht. Die geben das dir extra nicht. Das zeigt wiederum, weil immer wieder welche fragen. So wissen Narzissten, dass die Narzissten sind. Wissen die, was die tun? Die wissen, was die tun. In der meisten Zeit. Die wissen, was die tun. Denn die machen, die geben dir extra das hier nicht, aber geben es dem vor deinen Augen, um dir zu zeigen, du bist das nicht wert. Du hast das nicht verdient. Und deswegen gehen so viele Opfer dann auch hin und geben auf einmal mehr, in der Hoffnung, dass sie dann auch das bekommen. Oder gehen hin und kriechen dann noch mehr hinten rein. Ihr wisst was. Ihr wisst wo. Und genau das will der Narzisst. Genau das will der Narzisst, dass du dem schön hinten reinkriechst, dass du schön alles für den machst, dass du dich für den quasi verkaufst. Und genau deswegen machen die das. Ist wieder mal eine weitere Manipulations- und Kontrolltaktik, um dich zu manipulieren, um dich zu kontrollieren. Ja, weil das ist sehr schmerzhaft. Du erwartest vielleicht dieses Gespräch, weil da jetzt dieses Problem dazwischen euch ist, beispielsweise, da ihr seid jetzt hier in dieser Beziehung und da ist irgendwie ein Problem entstanden und du willst die ganze Zeit dieses Gespräch, du verlangst das, hey, wir müssen hier reden, wir müssen, ja. Und passiv-aggressiv, wie die sind, dann vergessen die es,
Dann gehen die dir aus dem Weg, geben dir Silent Treatment. Diese ganzen Dinge, was die tun, dieser ganze Kindergarten, das geben die dir. Gehen dir extra aus dem Weg und alles. Nur um nicht mit dir zu reden. Aber dann siehst du auf einmal, du gehst raus mit deinem Narzissten und vor deinen Augen, auf einmal redet dieser Narzisst mit irgendjemand anderem über irgendein Problem und die klären das extra und ja, hat mich voll gefreut, das jetzt mit dir zu klären, das war ja wichtig und was weiß ich alles. Hattest du mal sowas? Muss jetzt nicht genau das Beispiel sein, aber sowas in der Art. Oder jemand kommt zu euch nach Hause und braucht irgendwie einen Ratschlag, wir müssen irgendwie ein Problem lösen, ist ja genau dasselbe, kommt dann irgendwie jemand zu euch nach Hause, du verlangst die ganze Zeit das Gespräch mit diesem Narzissten, der gibt es dir extra nicht, aber mit dem redet er. Dem hilft er. Du brauchst Hilfe, du wirst im Stich gelassen, aber dem wird geholfen. Ihr wird geholfen. Hattest du mal sowas? Man kommt sich richtig veräppelt vor. Und genau das machen die mit dir. Die verkaufen dich für dumm, das musst du dir klar machen. Wie lange willst du dich noch für dumm verkaufen lassen? Ich weiß, es ist hart, wie ich jetzt rede und was, aber das ist die Realität, ey. Lass das mal nicht mit dir machen. Das ist jetzt so ein kleiner Weckruf. Lass das nicht mehr mit dir machen. Wenn Menschen so kommen, diese Narzissten so kommen und du weißt, hier ist etwas, wir müssen über diese Sache hier reden und die geben dir Silent Treatment, gehen dir aus dem Weg, geben dir sämtliche Manipulationstaktiken und was oder Gaslighting oder sonst was. Aber dann ist da auf einmal jemand anderes und mit dem gehen die ganz anders um, mit dem gehen die gut um, mit dem reden die normal und sowas. Mach dir klar, dieser Mensch respektiert dich nicht. Dieser Mensch hat dich auch nicht verdient. Wenn Menschen so zu dir sind, zu dir abwertend, schrecklich, grauenvoll, ja, sind zu dir komplett schlecht, gehen mit dir komplett schlecht um, wie Dreck. Aber mit anderen gehen die besser um. Dann zeigt das, wie der Mensch ist. Das zeigt sehr viel über die, das sagt sehr viel über diesen Menschen aus, dass er kategorisiert, weil Narzissten kategorisieren. Okay, muss ich jetzt mehr respektieren? Vor wem kann ich keinen Respekt haben? Mit wem? Für die ist alles ein Spiel. Die wissen ganz genau, mit wem die was machen können. Die wissen das. Die wissen, was die tun. Vielleicht nicht immer ganz genau, aber in diesen Fällen, die wissen ganz genau, du willst dieses Gespräch, bekommst es extra nicht. Die enthalten dir es, ich glaube, so heißt das, die enthalten dir das Gespräch die ganze Zeit extra. Enthalten das, ignorieren es und was weiß ich alles. Und auf einmal kommt zu euch jemand nach Hause, vielleicht jemand aus der Familie oder sonst was. Und der Narzisst redet stundenlang mit diesem Menschen, extra vor deinen Augen, redet stundenlang mit diesem Menschen über seine Probleme und seine Sorgen. Und er gibt Ratschläge, der Narzisst, und er ist da und er hört zu und er ist sympathisch und alles, ja. Dann Gespräch vorbei, selbes Spiel. Eiskalt wieder zu dir. Geht mit dir komplett schlecht um. Um dir zu zeigen, du bist nichts wert in meinen Augen. Deswegen, so denkt der Narzisst. Neben seinen Augen bist du nichts wert. Der kann mit dir alles machen, denkt er. Gib dem nicht mehr diese Genugtuung, dass er alles mit dir machen kann und du kriechst dem hinten rein und du läufst hinterher und genau das wollen die mit diesem Verhalten bezwecken, dass du dann hinterher rennst in der Hoffnung, dass du auch so behandelt wirst. Fall nicht mehr drauf rein. Wenn Menschen so sind, die gehen mit dir so um, mit denen so um, bleib weg von diesen Menschen. Ganz ehrlich. Denn die machen das geschickt. Die machen das extra. Die machen das wirklich mit Absicht, auf jeden Fall. Kannst du sagen, was du willst? Kannst du sagen, was du willst? Du gehst die ganze Zeit hin, versuchst an der Beziehung zu arbeiten, versuchst alles. Die gehen dir bewusst aus dem Weg, machen alles nur noch mehr kaputt dadurch,
Aber mit anderen arbeiten die zusammen, mit anderen reden die, mit anderen klären die Probleme. Und ey, wie lange willst du das noch mitmachen? Deswegen, Leute, werdet wach. Alles, was sie tun, ist Manipulation, ist Kindergartenspielerei. Das ist alles, was sie tun. Deswegen, ich hoffe, du hast jetzt den Durchblick, warum die das machen. Vielleicht hast du dich das so gefragt, warum gehen die mit mir so, geht der mit mir so um und mit dem so. Warum macht er das? Ich fühle mich schlecht dadurch, ich fühle mich minder bemittelt, schlecht behandelt, alles. Ja, ich fühle mich minderwertig, ja, ich fühle mich einfach schlecht dadurch. Einfach wie als wäre ich was Schlechteres als dieser Mensch, obwohl das gar nicht so ist. Und genau deswegen machen die das. Genau damit du diese Gedanken und diese Emotionen bekommst. Dass du nichts wert bist, dass du schlecht bist, dass du dich verändern musst, dass du mehr geben musst, dass du nichts wert bist. Genau deswegen machen die das. Um dein Selbstwertgefühl kaputt zu machen, um deinen Selbstwert generell kaputt zu machen. Und dadurch haben die mehr Kontrolle über dich. Denn wenn du dir deines Wertes bewusst bist, dann willst du ja nichts mit denen zu tun haben. Dann merkst du ja, ich habe was Besseres verdient. Aber um dir zu zeigen, dass der Narzisst besser ist als du, macht er das. So, siehst mal, ich bin besser als du, weil du bist das nicht wert, du kannst dies nicht. Du. Genau deswegen machen. Das ist alles nur so ein Powerplay. Alles nur ein Powergame. Hauptsache, die haben die Kontrolle. Hauptsache, die haben die Power und die tun alles dafür. Die tun alles dafür. Dich schlecht behandeln, extra auch. Manchmal, die wollen dich gar nicht so schlecht behandeln, aber die machen es dann, nur um dich besser zu kontrollieren. So, du siehst es vielleicht in ihren Augen, die spielen dann darum. Die meinen das vielleicht gar nicht so, aber die spielen einfach, die spielen mit deinen Emotionen. Wisst ihr, was ich meine? Was heißt die? Die wollen das nicht. Wie soll ich es besser ausdrücken, damit ihr das versteht? So, die haben gar nicht so die Absicht. Wie soll ich hoffe, ihr versteht mich. Die sind da nicht ernst dabei manchmal. Manchmal, die provozieren dich und die lachen dir ins Gesicht und sowas. Und die spielen einfach mit deinen Emotionen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Die machen das so oft. Lachen dir ins Gesicht und sind herablassend oder sonst irgendwas und spielen mit deinen Gefühlen und werten dich ab und alles. Und das geht vielleicht privat so. Nur ihr zwei. Und keiner sieht das. Keiner glaubt dir. Weil der Narzisst ist ja so zuvorkommend zu allen anderen. Deswegen mache ich jetzt nämlich auch das Video. Das kann ich vielleicht in einem anderen Video besser beschreiben. So, warum dir irgendwie keiner glaubt, dass der Narzisst ein Narzisst ist. Oder irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Weil oftmals du willst vielleicht mit anderen so darüber sprechen, wie der Narzisst da mit dir umgeht. Aber weil der Narzisst ja zu anderen viel besser ist als zu dir, deswegen glauben die dir nicht. Deswegen glaubt dir keiner, weil die kommen dann direkt, ach, du spinnst doch, der ist doch voll zuvorkommend, der ist doch voll lieb, der ist doch voll nett, bla 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 bla. Deswegen machen die das natürlich auch, Image. Bei Narzissten dreht sich alles um ihr Image. Hauptsache, die kommen bei anderen gut an und bei ihren nahestehenden Menschen, die dem Narzissten am nahesten stehen, mit denen geht er um wie ein Stück Dreck. Aber mit diesen außenstehenden Menschen ist er zuvorkommend. Ist er hier alles im Guten, ja. So respektvoll, hör zu, ja, alles. Aber bei dir, du stehst ihm nah, bei dir ist er komplett anders. Deswegen, die haben diese verschiedenen Gesichter. Und du musst es endlich erkennen und musst da jetzt raus. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, den du jetzt gehen musst, ist weg von diesen Narzissten. Und wenn du damit noch irgendwie Probleme hast, kannst du gerne mit mir ein Coaching buchen. Guck in die Videobeschreibung, dort sind alle Links verteilt. Aber ja, das ist das Spiel, was die spielen. Dieses Powerplay. Hauptsache, um dir das Gefühl zu geben, du hast nichts verdient, nichts Gutes verdient. Du hast, die geben dir vielleicht sogar.
Die sagen vielleicht sogar auch zu dir, dass du nichts anderes verdient hast. Ja, bist ja selber schuld, weil du bist ja so hässlich und du hast ja nichts Besseres verdient oder du bist ja so dumm, du hast ja nichts Besseres, was weiß ich. Und kommen dann vielleicht sogar noch so. Manche sind wirklich diabolisch, die sind genau so. Die sind genau so, die sagen dir sogar noch, dass du nichts anderes verdient hast, dass du es ja verdient hast, dass ich mit dir so schlecht umgehe. Du hast es verdient. So reden dann Narzissten mit dir. Du hast das verdient, dass ich mit dir so umgehe. Die anderen, die sind wenigstens so und so und so und du bist ja so dumm und bla 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 bla. Wie lange willst du dir das noch gefallen lassen? Deswegen manchmal, man muss sich einfach so dran erinnern, hey, so geht dieser Mensch mit mir um und das macht einem das Loslassen ein bisschen leichter. Weil man hält vielleicht so an den positiven Dingen fest. Ja, aber der kann ja, das ist auch was. Das ist auch was. Die wollen dir zeigen, die wollen dir so eine Hoffnung machen, dass die auch anders sein können. Weil guck, mit dem ist er so. Ja, das heißt ja, mit mir könnte er ja auch so sein. Aber das ist nicht die Realität. Realität ist nicht könnte, hätte, wäre, wenn, sollte. Die Realität ist so, wie sie ist. Akzeptiere sie so, wie sie ist. Ganz ehrlich. Und denk dir nicht so, ich weiß, es ist hart, aber das ist wahr. So, der denkt dir dann nicht so, ja, aber wenn er so zu dem ist, dann könnte er ja so mit dir, mit mir sein. Ganz ehrlich, wenn ein Mensch will, dann geht er auch so mit dir um. Wenn ein Mensch nicht will, dann geht er mit dir dementsprechend um, schlecht um. Die haben keinen Bock, mit dir gut zu gehen. Die haben keinen Bock darauf, dich gut zu behandeln. Die machen das nicht. Du siehst es doch, dass sie dich abwerten, dass sie dich schlecht behandeln die ganze Zeit. Und andere gut behandeln vor deinen Augen. Wie gesagt, das ist auch nur weiterhin Manipulation. Das Thema ist deep. Das ist auch nur weitere Manipulation, um dich am Haken zu halten. Um dir diese falsche Hoffnung zu geben, dass dieser Mensch sich ja verändern kann oder anders sein kann generell. Dass er ja auch eine andere Seite hat, eine schöne Seite hat. Die machen das bewusst. Der Narzisst weiß ganz genau, was du brauchst und was du willst. Und gibt es dir extra nicht. Enthält es dir extra. Und gibt es jemand anderem vor deinen Augen, um dir diese Hoffnung zu geben. Deswegen, wir belassen es jetzt mal hier. Schreibt gerne mal eure Kommentare. Ja, so, was ihr für Erlebnisse erlebt habt, gemacht habt. Ja, und dann sehen wir uns, wie immer, im nächsten Video. Peace out. Stay blessed.